Die schöne Urlaubszeit. Man sitzt am Strand in einem Café oder an einer Bar oder in einem Restaurant im Hafen, genießt seine Pizza, genießt sein Gläschen Wein und beobachtet die Leute, die vorbeiflanieren. Eine ganz nette Geschichte. Und ich als Hobbyfotograf achte auch immer darauf, was die Leute so an Fotoequipment mit haben. Und da sieht man immer die spannendsten Geschichten. Leute, die laufen rum mit einer mächtigen Nikon, was der Teufel, wie sie heißt, oder eine Canon irgendwie, oder eine Sony, weiß der Kuckuck, welche Nummer das sie hat. Mords Equipment, Batteriegriff dann, eine Tasche umgehängt, mordsmäßig klumpert rundherum, stellen sich hin wie die Profis und dann nehmen sie das ganze Equipment in die Hand, legen an und dann... absoluter Noob-Alarm. Ja, und in diesem Video will ich euch die für mich oder einige der für mich extremsten Noob-Anzeigen zeigen, die mir immer wieder auffallen. Oh, was für schöne Berge hier sind. Oh, da drüben auch. Oh, welche Hügel. Hey, Mann, das ist ein Blitz für Nahaufnahmen. Effektive Reichweite 2 bis 4 Meter. Was in aller Welt willst du aufhellen? Die 15 Kilometer entfernten Berge? Huhu. Oh, sieh dir mal die Kühe da auf der Weide an. Oh, Spiegelung. Schon wieder Spiegelung. Schon wieder Spiegelung. Mann, oh Mann. Also, Automatikmodus. Da kaufen sich Leute so eine Kamera oder noch was Größeres und sind permanent im Automatikmodus unterwegs. Ja, das merkt man daran. Landschaftsblitzer, dann die Scheibenblitzer, Automatikmodus. Wenn ihr solche Leute kennt, geht zu denen hin, gibt ihnen einen ganz guten Tipp. Nimm deinen Krempel, hau ihn auf eBay oder auf Willhaben oder sonst wo rein und besorg dir so eine Kamera. Ja, ich werde mal kurz den Unterschied erklären zwischen diesen beiden. Was machen die anders? Im Groben und Ganzen machen beide gute Fotos. Kein Thema. Ob jetzt 8 Megapixel, 12 Megapixel, 14, 18, ist ja völlig wurscht. Für den Otto-Normalverbraucher kaum ein Unterschied. Diese Kamera ist eine, wo ich als Fotografierer sage, so, den Bildausschnitt will ich haben, ich will das Foto so haben, fotografiere es bestmöglich. Die Kamera sagt, jo Chefe, du willst das auf deinem Foto haben, ich kümmere mich darum, dass das optimal aussieht. Mach das, was es soll. Diese Kamera hier, da bin ich der Chef. Ich sage der Kamera, lieber Mann, liebes Gerät, ich stelle ein, da will ich den Fokus haben. Ich will diese Blende haben. Ich will diese Bewegungsunschärfe haben oder auch nicht. Mach das, was ich will, in bester Qualität. Die Kamera sagt, jo Chef, du sagen, ich fotografieren, ich speichern. Das Bild mache aber ich und ich entscheide, was Sache ist. Welchen Filter soll ich denn nehmen? Diesen da? Oder lieber den da? Lieber Mann, Filter. Natürlich sagte der Verkäufer im Geschäft, du brauchst einen, wie heißt dieser, einen Haze-Filter, UV-Filter oder einen Linsenschutzfilter. Mann, oh Mann, ich sag's dir, weg mit dem Graffel. Es gibt so gut wie keine Filter, die für meine Meinung, nach meiner Meinung nach Berechtigung haben. Maximal ein Polarisationsfilter vielleicht oder irgendein Effektfilter. Und in der heutigen Zeit von Digitalfotografie braucht man das nicht. Vor allem, wenn man daran denkt, jede Scheibe vor der Linse nimmt dir Licht und fotografieren geht nur mit Licht. Dieser eine Filter kann genau den Unterschied ausmachen, ob das Foto annehmbar wird oder ob es versaut ist. Ein Zehntel Belichtungszeit, eine Blende, die größer ist, ist vielleicht genau der Unterschied aus einem Foto, was dir im Urlaub
gefallen hätte, dann ein verschwommenes Artefaktbild macht. Also weg damit. Als Otto-Normalverbraucher braucht man das nicht. So, wie zoome ich denn da jetzt am besten? Ah, das geht so, da muss man vorsichtig nehmen. Liebe Leute, das da vorne nennt sich Streulichtblende. Streulichtblende. Die ist so drauf, warum wohl? Glaubt ihr, der Hersteller will euch foppen, damit ihr den Zoom nicht bedienen könnt? Nö, nö. Das Teil kann man runternehmen, umdrehen und dann wieder drauf montieren. Und so gehört es rauf. Dieses Teil schützt die Linse davor, durch schräg einfallendes Licht irgendwelche Spiegelungen zu verursachen. Aber dieses Teil hat auch den Vorteil, wo ich vielleicht der Verkäufer sagt, hey, die brauchen einen Schutzfilter. Blödsinn braucht ihr nicht. Denn genau das macht diese Streulichtblende. Die schützt mir auch die Linse. Okay? So rum gehört das drauf und nicht andersrum. Also Dene, das sind meine Highlights für die richtigen Nuber mit den Kameras. Falls ihr noch bessere Vorschläge habt oder weitere Noobs entdeckt habt, die euch sich irgendwie verhalten habt, wo ihr euch denkt, Mann, ist das traurig, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich würde mich über Feedback freuen. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Fotografieren. Schaut mal auf meinem Flickr-Stream. Ich bin eher so in der Makrofotografie unterwegs, bin auch kein Profi, ein reiner Hobbyfotograf. Aber über Feedback freue ich mich auf jeden Fall. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.